Hallo, hallo, aloha! Wir haben endlich unser künftiges Zuhause gefunden. Willkommen zurück im Wald, auf der einsamen Insel, bei den bösen, bösen, bösen Leuten. Darf man gar nicht laut sagen, aber die sind echt böse. Die sind. Na gut. Gehen wir direkt mal in medias res. Nein, bevor wir das machen, ich wollte mir noch einen Bogen bauen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie. Man braucht Holz. Man braucht. Weil. Was braucht man denn noch? Manu, was braucht man denn noch? Ah, okay. Yes. Wir haben einen Bogen. Wir haben Pfeile. Das ist das, was ich auf jeden Fall vorher noch machen wollte. Nur für den Fall, dass wir hier doch Besuch bekommen. So, dann schauen wir mal in unser schlaues Büchlein, was wir bauen können. Log Cabin, Small Cabin. Wollen wir tatsächlich Treehouse? Floor Hole. Storage. Wo ist Custom Building? Custom Building Platform. Custom Building Wood Target, Custom Stairs, Sap Collector, Custom Roof, Custom Foundation, Custom Floors. Machen wir mit Foundation? Brauchen wir eigentlich eine? Braucht man eine Foundation oder kann man Floor? Nee, ich glaube, wir setzen da eine Foundation hin. Ich bitte schon mal um Verzeihung. Ich habe bisher bin ich noch nie so weit gekommen zu bauen. So. Wie groß hätten wir es denn gern? So, dann ein L. Hallo, ich habe doch L gedrückt. Ach so. Ach so. Linke Maustaste wollten sie mir sagen. So, da geht's in den Boden. Jetzt möchte ich das natürlich. Ich bin ja ein bisschen pingelig bei sowas. So. Und E. Das ist die Foundation, die wir machen. Das heißt, jetzt müssen wir hingehen und wir wechseln mal kurz, nehmen die Axt. Machen wir denn hier? So, welchen Baum braucht man denn dann hinterher, um ein Baumhaus zu bauen? Oha, ich bin hungrig. Und ich bin total fertig mit der Welt. Sticks habe ich genug, okay. Mann, ey, wie ich das hasse. Mach doch mal hier. Ich hau doch nicht zum Spaß drauf. Furchtbar. Immer diese widerspenstigen Bäume. Habe ich gar nicht geschaut. Wo die gelandet sind. Ich hoffe, dass die Einwohner, die Ureinwohner, die Inselbewohner sich akustisch bemerkbar machen, bevor sie mich wieder angreifen. Aha, alles in die Richtung. Na gut. So, dann wollen wir mal bauen. Hallo? Es wird Tag. Wie schön. Ich habe ein Bambi gehört. Hey, da wächst ja was durch den Boden. Da wächst ja was durch den Boden. Ja, nicht wegrollen. Das war die falsche Taste.
So. Hatten wir da noch was? Ja. Liegt hier noch irgendwas versteckt? Ich glaube nicht. Scheiße. Wo kann das her? Okay. Fersengeld. Nein, ich kann nicht rennen. Oh nein. Hau bloß ab. Bleib mir ja vom Leib. Nein, ich will nicht. Geht weg. Ich versteck mich. Ganz schnell. Ganz schnell was trinken und essen. Na, da bringt mir nicht wirklich was. Na, seid ihr weg? Seid ihr weg? Seid ihr weg? Aber ja klar, dass ihr mich nicht in Ruhe bauen lassen. Grafikbug. Ich glaube, die sind hier oben. Nein! Geht weg! Ich will nicht mit euch spielen. Ich habe Arbeit zu erledigen. Na. Jetzt sag nicht, dass hier der Strand zu Ende ist, dann kriege ich eine Krise. Guck mal einfach mal den Strand lang. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schönes. Boah, der ist ja immer noch hinter mir. Jetzt ist der Strand zu Ende. Oh. Ob das so geplant war? Warte mal, ich kann doch bücken. Und ich kann spauzen, ich kann lünkern. Durch den Stein durch, das kann der bestimmt nicht. Aber ob mir das was bringt? Wer weiß, wer weiß. Ah. Ja, mach doch mal die Funzel aus, jetzt brauchen wir sie ja nicht. Das sieht so ein bisschen nebelig aus, hat irgendwie was. Oder hat einer eine Menge Milch ins Meer gekippt? Na? So, uns mal so langsam ein bisschen... Boah, der Stein sieht ja witzig aus. Der sieht nicht natürlich aus. Okay. Wow. Dann wollen wir uns mal ganz langsam zurückwagen. In der Hoffnung, dass die jetzt woanders lang gelaufen sind. Baumstämme brauche ich noch. Okay. Ach, okay, jetzt weiß ich auch, warum das kein guter Platz war. Aber jetzt ist es halt so. Weil da hinten seht ihr nämlich einen fetten, naja, ich glaube, Totenbaum, der wohl für die Eingeborenen, für die Inselbewohner eine wichtige Rolle spielt. Man hörte munkeln, es könnte ein heiliger Baum sein. Wer weiß, wer weiß. Ob dem so ist. Ergo sind wir hier gar nicht mal so gut dabei. So, muss das so sein? Ja, das muss so sein. Den lassen wir stehen, dann werden wir mal hier weiter abholzen. Ach, guck mal an. Was machst du denn hier im Baum? Ja, im Boden. Hm. Noch ein Übersehen irgendwie hier. So, nein. Na, ihr seid aber ein bisschen wählerisch hier mit dem... Da. Ach ja, man hätte vielleicht vorher richtig gucken sollen. Schande auf mein Haupt. Ja, ich bin schuld. Baumstämme noch. Dann haben wir erstmal das Grundgerüst fertig. Wieder in die falsche Richtung. Eigentlich solltest du ja, naja, du solltest eigentlich
Machst du ja sowieso nicht, was du sollst. So. Du Lulu. Waren es nur vier? Okay, dann halt nur vier. Boah. Ich mag das ja, wenn der Wind so richtig schön durch die Bäume fegt. Das mag ich auch real sehr gerne. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber das vermittelt mir immer ein total behagliches Gefühl. Der Ruhe. Und ernsthaft, ich entspanne bei diesem Geräusch. Selbst wenn es nur hier in irgendeinem Spiel ist. Diese Soundfiles, die werden ja auch in World of Warcraft benutzt. Und zwar... Boah, wie heißt die Gegend? Und zwar war die Gegend Teil von Kataklysmen. Der Übergang von... Ja, da unten. Von, vom Sumpfland, glaube ich, war das. Zum Schattenhochland. Entschuldigung. Ha. Da wollte jemand niesen und hat es nicht auf Reihe gekriegt. Mir fehlt ein Baumstamm. Das waren doch jetzt erst nur drei und das ist doch in die Richtung gegangen. Hä? Bin ich jetzt total deppig? Vielleicht wieder nach hinten? Also irgendjemand klaut mir hier meine Baumstämme. Ja, wie finde ich das denn? So wird man ja nie fertig. Ich würde mir ja theoretisch hier auch noch so ein Temporary Shelter hinbauen, aber das Blöde ist ja, dass man die nicht wieder abbauen kann. Ups. Grafikfehler. Was geht ab? Ach, da landet ihr also. So, so. Na, hat sich hier noch einer irgendwo versteckt? Nee. Acht Stück noch, okay. So, dich wollte ich ja eigentlich stehen lassen, ne? Ja. Und wenn wir dich eigentlich stehen lassen wollen, dann lassen wir dich auch stehen. Was geht denn hier gerade mit meiner Grafik ab? Kann man das eigentlich im Video sehen? Strange. Das Problem bei diesem Spiel ist, ich baue ja eigentlich total gerne. Ich spiele ja auch Landmark und Minecraft und das Bauen ist schon so mein Ding. Was mich hier aber... Aha! Rollt schön weiter, damit ich auf der anderen Seite wieder dran komme. Was mich aber hier ein bisschen ankotzt, wenn ich das mal so sagen darf. Ach, sollte ich da vielleicht mal Ausschau halten nach meinen anderen Baumstämmen? Ist, dass man hier nie wirklich sicher ist beim Bauen. Man muss ja irgendwie ständig Angst haben, dass man hinterrücks überfallen wird. Das finde ich nicht so schön, aber das ist ja nun mal Teil dieses Spiels. Da muss man halt mit klarkommen, gell? Also auch hier. Also, ne? Genau, hier. Ja...
ist jemand fix und alle. Vielleicht sollte ich mir irgendwo eine Bank hier hinstellen, um mich zwischendurch mal hinzusetzen. Dann besorge ich mir irgendwo noch... Wer bist du? Eine Möwe. Aber wenn ich hinrenne, dann ist sie wieder weg. Dann muss ich mir irgendwo noch ein Kissen besorgen und dann sitze ich mir auf die Bank mit einem schönen gemütlichen Kissen und dann lästere ich über die ganzen Eingeborenen, die vorbeikommen. Aha, gut. Das sieht schön aus. Ist das da hinten die Yacht? Das wäre jetzt... ich habe irgendwie vorher gar nicht richtig geguckt, wo ich mich niederlassen will. Das wäre natürlich cool, die Yacht vor der Tüchte zu haben und so nah am Strand, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Nee. So, dann wollen wir mal gucken... Hallo? Was ist jetzt passiert? Custom Foundation habe ich. Das ist alles irgendwie so grau. Ach, da ist das. Das kann man ja gar nicht sehen. Was soll denn so eine Scheiße? Entschuldigung. Experimental Walls? Ja, toll, aber das sieht man doch gar nicht. Ist doch total grau. Nee. Wieso ist das denn alles so ausgegraut? Muss ich das jetzt verstehen? Basic Wall. Kann man hier gar nicht draufstellen. Muss ich tatsächlich jetzt erstmal noch hier einen Floor draufpacken? Ist es doch nicht euer Ernst, oder? Man sollte auch B drücken. Aber wieso ist das jetzt so grau? Was für ein Scheiß. Da kann man doch gar nicht arbeiten. Ja, ist ja gut. Was kann ich dir denn noch Gutes tun? Damit du dich erholst. Du Schnaufbacke. Hab ich ihn da? Ich habe einen Kompass? Seit wann habe ich einen Kompass? Nee, also den Boden kann ich hier nicht draufbringen. Ah, jetzt mache ich nur noch Mist. Ich habe eine Custom Foundation gemacht. Jetzt möchte ich Experimental Walls draufpacken. Aber wie bitteschön sehe ich, ob sie hier drauf sind oder nicht? Boah, ist das ein Scheiß. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt... Das ist, was ich will. Sonst werde ich nämlich stinkig. Ich habe doch eh gemacht... Wieso ist jetzt hier keine? Ja, ich drehe gleich am Rad. So, ich mache mir jetzt doch so ein Temporary Shelter. So irgendwo hier in die Ecke, damit ich zumindest speichern kann, damit das alles hier nicht einfach weg ist.
Jetzt kriege ich nämlich gerade schon wieder Frust. So, den bauen wir uns mal hier hin. So, Temporary Shelter. Mein Gott, ich bin heute Weltmeister der Temporary Shelter. So, Sticks brauchen wir. Gut. Das soll ja jetzt nicht das Problem sein, die zu finden. ja. Die bitte nehmen, ja? Gut. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach... Tja, wieso ist das so ausgegraut? Das kenne ich gar nicht. Man kann ja überhaupt nicht sehen, ihr habt es ja selber gesehen, was man baut und wo man das hinsetzt. Das ist so irgendwie sinnfrei. Bin ich ein bisschen verwirrt. So. Eigentlich hätte ich direkt mehr sammeln können. Wir speichern jetzt erstmal ganz schnell einfach mal drüber, damit wir auf der sicheren Seite sind. So, dann bauen wir uns noch ein Feuerchen dazu, damit wir uns auch was zu mampfen machen können. Ich drücke immer irgendwie das Falsche. So, okay. Ich muss es ja noch nicht anmachen. Ah, dann kann ich direkt nochmal speichern. Speichern ist des Gamers bester Freund. So. Okay, also der Spielstand ist zumindest schon mal safe, solange er funktioniert. Das hatten wir ja auch schon, dass der Spielstand einfach kaputt war. So kaputt. Tja, Mann, jetzt bin ich fast so gefrustet. Ja, hier ist ja immer noch was. Muss ich jetzt echt jedes... Ist nicht euer Ernst. Da habe ich die doch gar nicht hingesetzt. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Das könnt ihr mir sowas von glauben. Da kriege ich einfach nur noch Hass. Aber richtig. So, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Bitte, bitte. Es ist schon wieder so dunkelgrau. Was soll denn das? So, ah, das ist Zeichen. Basic World Custom Building. Ne, wir wollen ja weiter. Experimental Walls. Warum kann ich... Ich habe was gehört. Okay, tschüssi. Da verpieseln wir uns doch direkt wieder. Ich habe keinen Bock auf Auseinandersetzung. Ja, wir haben den Bogen und ja, wir haben die Pfeile. Aber hey, Mann, ich bin gerade nicht in der Stimmung. Kommst du mir hinterher? Ich glaube, der ist gerade... zum Tarzan mutiert. Ich meine, der ist da oben gerade in den Baum reingesprungen. Das ist ja auch das, was wir vorhin gehört haben. Ja. Okay, mein Freund. Jetzt ist... Ich habe doch den Bogen genommen, oder? Ah, so funktioniert das. Gut, offensichtlich haben wir nicht getroffen.
Aber jetzt. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich den Bogen haben wollte. Genau deswegen. Schön sicher aus der Entfernung platt machen. Feuer mögen die nämlich nicht so wirklich. Und tschüss. Gibt's auch ein paar Zähne? Zähne kann ich nur gut gebrauchen. Nö, war klar. Ne, kannst ja liegen bleiben. So, schön speichern. Ihr kennt das ja. Ja? Okay, dann rüsten wir uns mal wieder mit der Axt aus. Klappt ja super. Das erste Mal, dass ich den Bogen benutzt habe. Naja, wie auch immer. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge geworden ist. Aber die nächste kommt ganz sicher. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das Problem mit der Plattform nicht doch irgendwie gelöst kriegen. Das pieselt mich ja doch schon ein bisschen an. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Begleiten, fürs Daumen drücken und würde sagen, macht's gut, bis demnächst. Wir sehen uns wieder in diesem Spiel oder in einem anderen. Ciao, ciao! Jetzt habe ich doch gerade glatt den falschen Knopf gedrückt, um die Aufnahme zu beenden. Ich bin heute ein verpeiltes Mädchen. So, jetzt aber nochmal. Tschökes mit Ökes. Tschüssi.